Gut, ich erkläre jetzt mal einige Komponenten des Flugsimulators, den wir hier entwickelt haben. Eine Besonderheit ist, dass wir Spieler wirklich abheben lassen. Und zwar werden die Spieler sich auf dieses Brett hier gepolstert legen, was sich im Bereich von 2 Metern rauf und runter bewegen wird hier und sich dazu neigt. Die Bewegung zeige ich mal kurz mit der iPad-Steuerung vor. Nachher wird das dann mit einem Lenkrad vom Fühler selbst gesteuert. Also einmal können wir vom Computer aus natürlich die Höhe des Bretts steuern. Und genauso können wir auch die Neigung in beiden Achsen fort, zurück und rechts, links während des Spiels steuern, natürlich gleichzeitig mit der Höhe, damit der Spieler ein wirkliches Bauchgefühl für die Flugbewegung bekommt. Hier da der Einfachheit halber einen Wii-Controller genommen in einem Lenkrad und können den Flug rauf, runter, rechts, links steuern und Gas geben mit dem Daumen.